Hallo liebe Biker, ich bin wieder Paul und Frank. Wir haben heute für euch einen Universal-Kennbus-Widerstand im Programm. Wir möchten euch den gerne mal einmal kurz vorstellen und natürlich auch montieren, damit ihr seht, wie das funktioniert. Paul? Dieses Bauteil könnt ihr verwenden, wenn ihr einen Fehlercode im Tacho oder schnell blinkende Blinker habt. Natürlich auch, wenn beides ist. Dann könnt ihr dieses Bauteil nehmen, einbauen, einstellen und der Fehlercode ist Geschichte. Wie das genau funktioniert, seht ihr hier im Video. Viel Spaß! Hier könnt ihr alle Artikel sehen, die wir für die BMW R9T 2015 verwenden. Die Links dazu setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Um die STS-1 einfach anschließen zu können, verwenden wir die passenden Adapterkabel. Für viele Fahrzeugmodelle haben wir die passenden Kabel in unserem Online-Shop. Beim Anschließen der Kabel müsst ihr darauf achten, dass Plus und Minus nicht vertauscht sind, da sonst die LED-Blinker nicht funktionieren werden. Nun probieren wir die neuen Blinker direkt am Fahrzeug aus. So wie ihr hier sehen könnt, funktioniert das leider nicht. Nun kommt der Highsider Kennbus-Widerstand zum Einsatz. Der Highsider Kennbus-Widerstand verfügt über zwei separat schaltbare Kanäle. Das heißt, jeder der Kanäle kann separat voneinander eingestellt werden. Nun verbinden wir die Kabel des Kennbus-Widerstandes mit dem Fahrzeug und den Blinkern. Als kleine Hilfestellung seht ihr hier einen Schaltplan, wie der Kennbus-Widerstand und die Blinker zusammengeschlossen werden. Den genauen Anschlussplan findet ihr in der Bedienungsanleitung. Nun verlegen wir die Kabel so, dass sie später nicht stören und optimal unter den Sozius-Sitz passen. Nun ist der Highsider Kennbus-Widerstand richtig eingebaut und wir können den ersten Test mit dem Kennbus-Widerstand starten. Das heißt, Zündung an, Blink nach rechts und schauen, ob der Fehlercode verschwunden ist. Leider hat das noch nicht geklappt. Somit müssen wir jetzt weitermachen. Generell gilt, dass pro Kanal die Tabelle von oben nach unten durchgegangen wird. Hier seht ihr sie auf der rechten Seite. Den letzten Test haben wir auf der Stellung A durchgeführt, jetzt stellen wir auf B. Weil wir den Highsider Kennbus-Widerstand derzeit für Blinker verwenden, verstellen wir den Kanal 1 und 2 immer gleichzeitig. Jetzt wieder Zündung an, blinken nach rechts und schauen, ob der Fehler verschwunden ist. Auch dieser Schritt hat noch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Somit müssen wir die beiden Kanäle auf C einstellen. Nun wieder Zündung an, Blink nach rechts und schauen, ob der Fehlercode verschwunden ist. Auch diese Stellung hat noch nicht den gewünschten Effekt gebracht, somit müssen wir jetzt zu D. Und jetzt wieder Zündung an, blinken und siehe da, der Fehlercode ist verschwunden. Nachdem wir die richtige Einstellung des Kennbus-Widerstandes gefunden haben, muss dieser nur noch richtig verlegt werden, damit er später nicht stört und der Sozius-Sitz richtig montiert werden kann. Zur richtigen Fixierung verwenden wir hier Kabelbinder. So, jetzt den Sozius-Sitz drauf und die Sache ist gegessen. Ach stopp, fast vergessen, ich wollte euch ja noch was zeigen. Wie ich ein paar Mal schon im Video erzählt habe, muss der Widerstand nicht symmetrisch eingestellt werden. Dieser Widerstand kann auch für Rück- und Bremslichter verwendet werden, damit kann man jeden Kanal einzeln einstellen. Bei manchen Rücklichtern bei unserer R9T 2015 muss das Rücklicht auf der Stellung A eingestellt werden und das Bremslicht auf der Stellung C. So könnt ihr einfach die Fehler loswerden, die vom Rücklicht oder Bremslicht generiert werden. Liebe Biker, vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert unseren Kanal, dann kriegt ihr alle neuen Videos gleich mit. Tschüss! Ciao!